Hey, Schorsch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich bin Schorsch05 und ja, wir müssen weiter hier in unserer kleinen, wunderbaren Superwelt. Wir brauchen einen Schlüssel und der ist hier in einer neuen Musik mit neuer Welt mit neuer merkwürdiger Musik. Wird wieder ein Spaß. Beziehungsweise ich erinnere mich hier noch. Oh, cool, ein Fluchtseil. Geil, ein Exorzistenseil. Das ist genau what I need in my life. Und ein brennendes Pony. Das Ding ist gerade mal Level 34. Also, meine Güte. Was soll ich noch mit euch machen? Ich meine, so ein brennendes Pony hätte ich ja schon gerne, ne? Wie gehen wir denn die Dinger an Shadow sein kann? Einfach add Shadow und dann fertig. Steht alles unten in meinem, unterm Stream. Dann schmeißen wir mal einen Superball. Wird schon passen. Solange ich nicht wieder daneben schmeiß. Oh boy. Hufi, ist das Feuer? Ist ein zäher Diamant und ich habe ja alles nieder. Es ist ein Feuerpony. Es ist ein absolutes Feuerpony. Mr. Ed. Ich hätte es auch Lasagne nennen können, aber der Joke ist outdated. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen weiter um. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, wo ich hier lang muss, um genau zu sein. Noch ein Feuerpony. Goddammit. Allein, ja stimmt, allein schon 10-mal härter als Diamant. Das ist irgendwo schon Bullshit. Sui hat ja, glaube ich, gut was zu melden. Ist das nicht hier schon... Ich glaube, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen, ich Trottel. Noch ein brennendes Pony. Gerade mal Level 28. Du verdienst diesen Stein hier eigentlich nicht. Ja, aber erst nach dem LP, hatte ich ja gesagt. Weil man weiß immer nicht, wie das endet. Ah, fuck. Ah, fuck. Gut, wir müssen also doch erst irgendwie hoch. My brain. Oh shit, ist ein Smogon. Oh, Smogon mag ich. Ist ein Zugführer. Überlebst du einen Steinwurf? Probably not. Oh. Oh, es überlebt? Das ist ja mal... Du hast mich jetzt nicht wirklich... Wow, Sackgesicht. Hier. Zugführer Smogon ist im Team. Giftwolke. Der Körper im Pokémon hält viele Gase. Es neigt dazu, ohne Vorwarnung zu explodieren. Ja, da kenne ich noch jemanden. Ich muss, glaube ich, auch bald mal die Box wechseln. Die dürfte bald voll sein. Das ist nicht nur ein Name, das ist ein Ausruf. Zugführer! Conductor, we have a problem! Ach ja. Wir haben einen vergifteten Stein. Mir bis heute ein Rätsel, wie das möglich sein soll. Aber okay. Ja, vor allem Ash ist auf den Ponita geritten, ohne sich den Arsch zu verbrennen. Das musste er erstmal schaffen. Ein versteckter Schalter drücken? Was will er tun? Was würde dieser Schalter nur tun? Ein neues brennendes Pony. Neu von Mattel. Wow, er trifft noch mit Steinwurf. Das ist mal neu. Das Problem ist, jemand anders hier wäre sowieso noch... Okay, die Queen könnte hier noch gut was reißen. Die Queen mit Surfer halt. Gobble hat hier relativ wenig zu melden. Um genau zu sein, Gobble hat hier irgendwie gar nichts zu melden. Ich kann hier Erdbeben einsetzen. Du hast noch keine Schwebe, obwohl du eindeutig schwebst. Das ist, ne? Logik. Logik. Die Wahrheit hilft nur Logik. Okay, genau. Ist jetzt hier die andere Tür auf oder gehe ich jetzt hier den Weg einfach nur unten? Ach, leck mich doch am Arsch.
In der Zwischenzeit nämlich rennen mir weiter brennende Ponys über den Weg. Der Gobble hat nie was zu melden, richtig. Warum Gobble überhaupt noch hier ist, ist ein Wunder. Technisch gesehen könnten wir Gobble auch durch Arkfuck ersetzen. Technisch gesehen wäre das sogar gar nicht mal so dämlich. Aber ja, ich bin ja, ne... Es ist der Starter, es ist das erste Pokémon. Man verbindet ja immer was mit diesen Kreaturen auf manchen Ebenen. Und dann nehme ich auch Gobble zu, also... Wow, das Ding ist schneller. Respekt dafür. Kaputt. Na, mein Dude? Ich finde keinen Weg nach draußen, reinste... Du müsstest die Treppe runter, geradeaus! Ein Dieb! Und er hat einen Glumander. Boah! Ist halt typisch. Wieso hast du ein 34 Glumander? Wenn ich jetzt nicht mich komplett irre, wird das in zwei Leveln zu einem Glurak werden. Warum? Was bist du für ein Trainer? Wie machst du das? Oh mein Gott, was ein Retard. Oh, meine Beute. Ja, hau einfach. Komm, ich lass dich mal hier verrecken, ne? How about this? Alter. Wer auf dem Level mit einem Glumander rumrennt, der verdient es nicht anders, als zu verbrennen. Jesus Christ. Noch ein Zugführer. Ich brauche aber jede Erfahrung aktuell. Das ist das Blöde. Ja gut, aber es ist Gobble. Mensch, Gobble ist... Gobble ist so diese Art, die du nicht haben willst. Es ist dieser Cousin, der dir immer auf den Keks geht, obwohl du ihn eigentlich nicht haben willst. Und ich weiß, das sind News über bezüglich das Mewtwo und so. Und ich sitze hier und denke mir, wow, Pokémon 150, nice Scheiße. Jetzt will man jetzt nicht meine ganzen Dings verballern. Meine ganzen... Willst du mich verarschen? Wirklich? Ich bin ein Stein. I am a rock. Das kostet alles Geld. Meine Güte. Könnt ihr mal auf euer Zeug aufpassen? Das kostet alles Geld. Kalzium, ich weiß schon genau, wer das kriegt. Killer Queen. Alter, wie viele von euch gibt's hier? Und weißt du, nur weil mir dein Kollege gerade auf den Sack ging. Ich würde am liebsten hier einfach einen Schutz reinhauen und sagen, you know what, fuck off, ich gehe dann mal. But I need that shit. Ugh. Wenn ich nur nicht gerade die Drop-Chance von dem Käfernetz hätte, ne? Stopping für die Queen, aber die Queen ist sowieso, ne? Auch wenn ihr es nicht glaubt, aber die Queen bringt uns durch die Liga. Die Queen ist mächtig. Und wer nicht an die Queen glaubt, der darf sterben. Der muss leider gehen? Okay, sorry. Den hat wahrscheinlich gerade überhaupt niemand verstanden, den Witz. War auch nicht witzig. Don't mind. Mein Gott, was in Gen 2 kommt? Ich habe keine Ahnung. Ich mache ja mein Team immer so, wie es passiert. Und naja. Seien wir ehrlich. Gobble ist einer der Punkte, wo einfach... Ups. Das war nicht Teil meiner Absicht. Ups.
Das passiert, wenn du plötzlich und aus Versehen den Selbstmordknopf drückst. Mein Fehler. Suddenly bites a dusto. Okay, hier ist nichts Interessantes. Was passiert, wenn ich das hier tue? Gehst du jetzt auf? Ja! Yay! Ja, das war Suizid. Someone end me, please. Oh, der Moment, wenn deine Witze nicht besser werden und du dich wunderst, warum dein YouTube-Kanal stirbt. Ach, Gaudi, ich glaube, ich komme so klar. Das sollte hinhauen. Jesus fucking Christ. Another pony. Da habe ich den Stein gesprengt. Das tut mir jetzt aber... Sui, du sollst mit Stein schmeißen. Alter, wenn auf einmal so ein Wal explodiert vor dir, das ist... Hierbei könnte es sich um Eisen handeln. Fragen wir Killer Queen. Killer Queen, Buffmonster. Oh, another one. Oh, look, it's retarded. Okay, nee, es ist ein Fukano, aber mein Fukano, mein Zunder ist besser. Vor allem schon ein höheres Level, davon mal abgesehen. Vor allem ist mein Ziel nicht sowieso der Keller. Und ich popp gleich wirklich einen Schutz. Ich hab gleich so den Sack dicht, ne? Nee, komm. Schusch. Ach ja, fuck. Smogon guckt aber auch jedes Mal wieder, als ob er gekifft hätte, ne? Rüttel, rüttel, rüttel. Du kannst nicht schweben, fuck yo. Oh, so ein versteckter Schalter. Kann ja nicht so versteckt sein, wenn man ihn hier einfach findet. Hi, mein Dude. Na, wie geht's? Mein Mentor lebt da einst hier. Wow, willst du damit sagen, dein Mentor ist tot oder was? Und das ist sein Kittel. Deeper Shit. So, erstmal ein schwebendes Metallding durchrütteln. Makes sense. Gott, was machen wir denn mal dagegen? Dasselbe? Eigentlich können wir dasselbe machen, ne? Wir machen dasselbe, komm. Ich hätte es beinahe wieder getan, aus Versehen. Das war nicht Teil meines Plans. Das jedoch schon. Oi! But lots of Erfahrung. That's a buff stone. Na komm, das kriegt doch mal Gobbel hin. Einmal mal in seinem Leben dürfte er auch das hinkriegen. Kaiju der Pflanzen. Gobbelglob. Well, fool Trevor. Trevor. Versucht wachst. Wow. Gobbel, jetzt versuchst du wirklich, mich einfach nur zu beeindrucken. Das Problem ist, mit Wachstum wirst du damit nicht weit kommen. Das Problem ist, Giftpuder braucht er eigentlich nicht. Wir haben Dings mit Toxin, also von daher. Ja, komm. Gobbel, heute ist dein Geburtstag, du darfst das mal. Du darfst gerne mal wachsen. Du bist zwar schon ein Kaiju, aber du darfst auch gerne noch wachsen. Geil. Okay, so jetzt mal, wo du da bist, ne? Kannst du mir beibringen, wie man Pokémon tauscht? Weißt du noch? Ah, scheiße.
Weil ich hätte zu gern langsam hier ein Suiwatz. Das wäre cool. Ich meine, entweder brauche ich das. Braucht man da irgendwelche Tools für oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie wär's? Ich glaube, wir lassen es einfach, dass wir das Dings. Wo bin ich überhaupt hier? Scheiße. Wer bist du? Okay, then. He's an asshole. Ein kleiner Terrorist ist das. Oh mein Gott. Oh mein Gott, aber dieser Sprite. Das Ding sieht aus wie der Höllenhund persönlich. Es sieht so aus, als ob es dir auf den Schoß kotzen muss. Das ist mein Hund. Was macht der? Kotzt mir auf den Schoß. Geil. Tschüss. So, aber mal ganz kurz. Wie lief's jetzt heute eigentlich? How was it? Es war fast wie eine Normalpräsentation. Das sagst du ziemlich locker raus dafür, dass es deine quasi Zwischenprüfung war. Technisch, die sich das angeguckt haben, aber sonst irgendwie nicht so dolle. Es war fast wie ein stinknormale Präsentation auch. Oh. Das scheint ja dann eigentlich gut zu sein, I guess. Auf jeden Fall besser als der Kurs gestern am Nachmittag. Da soll das ja eskaliert sein. Also im Sinne von wie scheiße. Oha, klingt ja nach einer riesigen Spaßfront. Ja, also. Also hier, warte. So wie Andi das mal erzählt hat, wirklich alle, die Nachmittag dran waren, die das Thema Nudeln genommen haben. Oh shit. Sind an dem Ziel, an dem USP, haben das völlig verfehlt. Die haben die Nudel verfehlt. Bizarre Remnant, danke dir fürs Followen. Also quasi die Marke sollte so gedacht sein, dass pro Sorte ein anderes Land behandelt wird. Also eine spezielle Nudel aus diesem Land. Aha. Zum Beispiel für Japan eine Soba-Nudel. Ah. How can you fuck up Nudeln? Also, die haben schon mit, sie haben irgendwas mit Nudeln gemacht, ja. Aber nichts mit Weltreisen. Oh. Nur einer hat's gemacht. Und der war dann auch dementsprechend der Top-Dude. Also, die kann locker weiter. Also, die muss sich dementsprechend keine Sorgen machen. Sie hat das Thema verstanden, sie hat's umgesetzt. Sie hat die richtige Nudel. Ja, also, sie braucht sich keine Sorgen machen. Boah, shit, sie hat die richtige Nudel gezogen. Das sind die anderen Dozenten gewesen. Die haben sich auch nur irgendwann gedacht. Oh, das waren das obere Smog-Mog. Also gestern, ja. Die haben sich genau gedacht. I fucked up. Und das ist genau wie in der Schule. Wenn du eine Arbeit geschrieben hast und danach hier der Streber zu dir kommt und sagt, hattest du bei der Aufgabe auch das raus? Und du so, nein. Und du dir dann denkst, oh, I fucked up again. Aber scheinbar, so wie es aussieht, unser Kurs dürfte mal wieder der Beste von allen drei sein. Alter, ihr seid echt richtige Streber-Lords manchmal. I know. So richtige Ultra-Lords seid ihr. Aber dann wiederum bin ich froh, in dem Kurs gelandet zu sein. Bei einem anderen soll es einfach nur extrem laut sein, dass man nicht vernünftig arbeiten kann. Ah, die Klasse, mit der keiner was zu tun haben will. Es gibt Ausnahmen, aber wie bereits gesagt, man kann nicht vernünftig arbeiten, weil man sich da einfach denkt. Warum seid ihr hier? Das hat sich der Typ auch gerade gedacht.
Wo bin ich hier gelandet? Wirklich, ihr bezahlt für den Scheiß. Und kriegt's nicht richtig hin. Beziehungsweise wollt ihr es nicht aus irgendeinem Grund. Ja, ihr seid freiwillig hier. Ihr bezahlt die Schule. Dass ihr da auch das lernt, was ihr scheinbar machen wollt. Und dann macht ihr es nicht. Wo ist der Sinn? Das ist, als ob du jemandem echt jemanden seinen Wunschjob gibst und sagt sich, boah, nee, da soll ich doch keinen Bock mehr. Wirklich, wenn ihr keinen Bock habt, dann verpisst euch einfach. Get the fuck out. Ja, das ist, das war damals bei mir in der Schule genauso. Man denkt sich eigentlich, Alter, was willst du dann eigentlich hier? Ja. Das ist genau wie mir. Ich hatte damals auch solche Terroristenschüler. Blizzard. Die Queen kann. Die Queen kann das lernen. Das wäre nicht schlecht. Mach die Queen ruhig noch okayer. Ja, ne? So, und ich weiß hier unten. Könnte ich einen Magma kriegen und ich will einen Magma. Weil Magma ist awesome. Get your Magma. No oder. Get a tumor. Ein Tumor. It's not a tumor. Aber Moment, lernt Arkfuck nicht das auch von sich schon? Blizzard? Oder Arkfuck. Mein Arktos. Weil es sich wie eine Kant benommen hat, ja. Es hat immer random vergessen, dass es irgendwie noch Eisstrahl kann. Es hat sich benommen wie eine Riesenfrotze. Also habe ich es Arkfuck genannt. Ich meine, ich hab Zapdos auch gefangen. Und ich habe es Zapkant genannt. Wieso beleidigst du deine Pupsis? Weil sie sich wie Arschlöcher verhalten haben. Weißt du, wie oft ich diesen scheiß Ball daneben geschmissen habe gegen dieses Vieh? Das ist ein gigantischer Blitz-slash-Eisvogel und dieser Bilbo von Trainer schafft es, diesen Ball immer daneben zu schmeißen. Also irgendetwas scheint so falsch zu machen, weil ich hatte fast nie wirklich Probleme. Hauptsächlich Zapdos hat ein bisschen rumgebockt, aber sonst, es ging. Bei mir, ich habe immer die Bälle daneben geschmissen. Well, you're doing something wrong! Das ist nicht meine Schuld, die haben angefangen! Ja, ja, spielt einfach die Ernsthaft, Alter! Jesus! Tonnerschock, nee, wie süß! So, okay, back to business. Das Problem ist, Zunder ist aktuell. Mega behind. Oder ja, die Luft, das geht auch. Aber das Problem ist, ich wüsste auch nicht, wo ich ihn leveln könnte. Gibt irgendwie nicht viel, wo er tatsächlich was zu melden hat. Gerade weil seine einzige Feuerattacke Glut ist. Deswegen, also ein Magma wäre vielleicht schon gar nicht so unswaggy. Oder noch ein Zunder, because why not? Wenigstens die Queen muss beefy werden. Der Elektroball ist immer noch so, hey, nice tits. Ich glaube, ich muss den Knopf hier drücken, damit das funktioniert, oder? I guess. Ich glaube, damit ich hier, ja, damit ich da reinkomme, genau. Oh, komm schon, ich weiß, dass hier ein Magma ist. And I want it. Ich weiß, dass es hier irgendwo ist. Somewhere beyond the land, somewhere maybe deeper. So, was haben wir? Komm. If you don't talk magma, don't talk to me. Another small one. Oh nee, nicht schon wieder. Sag mir, wer es war und ich piledrive ihn in den Boden. Deine Schminke hat dich verprügelt. Ja, das ist, ja. Dagegen sind mir die Hände gebunden. Der kann ich höchstens schlechte, böse Namen geben. Das ist das Maximum, was ich kann.
Weißt du, man sollte meinen, ein Smogmog sollte seltener sein als ein Magma. Komischerweise hat sich dieser Knödel jetzt schon zweimal in meine Reichweite verirrt. Ja, ich ist aber nicht. Sieht ekelhaft aus. Und basically, es gibt gute Erfahrung. Es ist davon abgesehen. Es ist ein entwickeltes Mistvieh. Es gibt mehr Erfahrung. Ich weiß. So, jetzt ist die Frage. Bringen wir Dings hier wirklich Blizzard bei? Bringen wir der Queen Blizzard bei? Mein Blizzard Solarstrahl. Ja klar, dass Gobble eifrig darauf ist, das zu erlernen, ist klar. Aber ich meine, Gobble erlernt das von sich aus, oder? Außerdem wüsste ich auch nicht, was ich ihm da ersetzen könnte. Wobei es schon awesome wäre, so ein... Oh, leck mich doch an. Dann ist doch die Frage bei der Queen, was vergessen wir? Die überwiegendste Idee wäre, glaube ich, wirklich Body Slam. Jetzt können natürlich einige argumentieren, nein, vergess Hornbohrer, das trifft eh nie. Und dann sage ich, ja, aber ich will aber eine Sauerei machen, also von daher. Eat mal Dirk. Oder bringen wir Gobble Solarstrahl bei? Ich meine, können Egelsamen wegschmeißen. Bringt eh Jack Shit. Rasierblatt crittet immer und Megasauger lutscht, also eine Leech-Attacke sollte genügen. Wisst ihr was? Wir helfen der Natur mal ein bisschen auf die Sprünge. Komm, ich meine, Rinmei-Mei könnte das auch erlernen, aber das erscheint mir irgendwo nicht wirklich sinnvoll. Dafür, ja komm, Gobble ist wenigstens noch beefig. Der überlebt eine Runde. Also weg mit Egelsamen. Nobody needs that shit. Radikal Beam. Öffner! So, komm, ich gehe nicht ohne einen Magma aus diesem... Verpiss dich, du scheiß Pony! Ich meine, irgendwie muss man Gobble ja mal halbwegs cool machen, ne? Ich glaube, Solarstrahl ist da eine der wenigsten Optionen, die wir tatsächlich haben. Auch wenn es hier die Attacke Sonntag noch nicht gibt. In Blau. Oh mein Gott, ich spiele aber Rot. Heißt das, ich kann Magma gar nicht bekommen? Ah, fuck. Fuck. Gibt's Magma nur in Blau? Das wäre jetzt... Das würde jetzt gerade meine Träume ein bisschen crushen. War das eine von den Mons? Gibt's nur in Blau. I am Depression. Mano. Hättet ihr mir das nicht früher sagen können? Mano. Mano. Das heißt, wir müssen mit Zunder jetzt rumlaufen. Ich hab nichts gegen Zunder, aber... Es ist Arcani, es ist trotzdem awesome, aber es dauert noch, bis es tatsächlich richtig nützlich wird. Und es gibt kaum noch Möglichkeiten, es mal irgendwo zu tun. Geh mir aus dem Weg. Ich bin schlecht drauf, du Vieh. Geh mir aus dem Weg. Nani? Hello, Darkness, my old friend. Fuck you. Aber trotzdem danke für die Bits. Oh Mann, komm, spieß das Ding auf, ich will Blut sehen. BZW Gase, ich weiß auch nicht, woraus ein Smogon gefüllt ist. Ach, fuck you. Dann verpiss dich, sieh zu, dass du mir aus den Augen kommst. Warte mal, wie komme ich jetzt hier wieder raus? How do I get out here? Ach so, ja, natürlich. Du musst jetzt unbedingt anfangen, mich zu nerven, ne? Alter, du bist gerade mal 3 Level unter mir. Du hast schon Legendary-Status irgendwo.
Folgende Pokémon in der Entwicklung gibt es in Blau. Vulpix, Mauswurm und Venusaur, Magma, Pinsir. Fuck! Alter, dann hat ja Rot kaum vernünftige Feuer-Pokémon. Am I right? Ich meine, Glurak, klar. Also Glurak, Glumanda etc. Aber sonst, okay, Punita. Alter, sonst gibt's nur noch Punita. Ja, toll, ich hab Electek. Mann, was soll mit Electek? Die Queen kann alles grillen. Oh nee, Chanera, geh mir weg mit dem Ding. Okay, Fukano gibt es nur in Rot, ja gut. Aber war das nicht so, dass Fukano wirklich an sich, ich meine, let's check this out. Es geht, es ist ausgeglichen. Aber trotzdem.